Hallo und willkommen zu einem weiteren Video der Serie Angezockt, in welchem ich heute das Survival Game Dismantle vorstellen möchte. Wie im Survival nun mal üblich, geht's hier ums nackte Überleben und dabei ist alles möglich und erlaubt. Wir haben zuvor viele Jahre in einem Bunker gelebt und ja, nun steigen wir an die Oberfläche und entdecken die völlig neue Welt. Das heißt, wir haben nicht mehr nur Menschen als Nachbarn, sondern ich nenne sie mal wirklich Zombies oder hier wird halt von bösartigen Kreaturen geredet. Gleich Zombie für mich. Auch die Tiere sind nicht mehr das, was sie mal waren. Von daher, wir dürfen hier alles kaputt machen und tun. Das heißt, wir sammeln, fertigen, jagen, wir bauen, wir züchten sogar. Da freue ich mich richtig drauf. Wir lösen Rätsel, fischen aber auch, wir kochen und, ach ja, überleben tun wir auch noch irgendwie. Versuchen wir zumindest. Also alles, was das Herz begehrt für den echten Survival-Künstler hier unter uns. Wer mich kennt, ich bin ein Jäger und Sammler. Ich liebe es, alles Mögliche mit mir mitzuschleppen. Und dieses Spiel soll das vor allen Dingen bieten, dass ich 99% aller Dinge hier kaputt machen, verwerten, was auch immer machen kann. Also mir juckt es richtig in den Fingern und ich freue mich total auf dieses Spiel. Und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Von daher legen wir einfach mal los. Seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall und viel Spaß. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Everyone will be provided a safe transit as soon as possible. We all do what we must just to survive, just to exist. When our society started to collapse, I was prepared. My underground shelter was filled with food and supplies, but that was years ago. Nothing's left now. I've no idea what awaits me at the surface, but I can't stay here. All I know is that there's supposed to be an evacuation site to the east. I need to get there. I need to escape this wretched island. Natürlich, wir sind mal wieder auf einer Insel. Wir haben keine Vorräte mehr und müssen uns jetzt hier irgendwie zurechtfinden. Dann schauen wir mal. Oh, ich bin so aufgeregt. Kann ich machen? Oh, ich kann was kaputt machen. Jawohl, meins. Was muss ich dann machen? Kann ich Steine auch kaputt machen? Ah, okay. Feuer! Wir haben Feuer gemacht. Juhu! Oh. Ich habe jetzt aber nicht nur hier 5 Slots für meinen Rucksack, oder? Also, das wäre ja wohl ein bisschen... Das habe ich schon längst rausgekriegt, dass ich hier was kaputt machen kann. Meins. Morsches Holz. Nehme ich auch. Okay, was kann ich noch kaputt machen? Ist auch morsches Holz. Verbessere deine Brechstange und zertrümmere damit Hindernisse. Mhm. Metallschrott, morsches Holz im Lager verbessern und hinderlichen Schrott. Ich meine, ich hab das schon, oder? Ah, nee, tatsächlich noch nicht ganz. Okay, dann gucken wir mal hier. Das kann ich noch kaputt machen. Oh, ich liebe es jetzt schon. Ich kann alles mitnehmen. Ist das nicht toll? Mit dem Rucksack müssen wir echt nochmal gucken, Leute. Das geht ja so nicht. Ah, nicht groß genug. Der Schaden zumindest. Lager. Ich habe ein Lager. Ich hoffe, damit ist das Holz gemeint. Das Feuer hier. Ausrüstung verbessern. Brecheisen. Rucksack.
Pflanzenreste und Stofffetzen. Na, das ist ja wohl das Erste, was ich hier mache. Okay. Pack. Was gibt's hier? Aha, Spezialgegenstände, Werkzeuge, Accessoires, Quests und Sammlung. Sammlung ist immer gut. So. Eigentlich dachte ich, hätte ich gerade meine Brechstange verbessert, aber offensichtlich nicht. Weil die Quest ist immer noch aktiv. Ausrüstung verbessern. Brecheisen. Ah, man muss es gedrückt halten, dann funktioniert es vielleicht auch. Okay. Jetzt aber, oder? Ah. Jetzt kann ich den Schrank kaputt machen. Kann ich auch den Tisch kaputt machen? Ah, kann ich auch. Tada! Jetzt ist der Weg für dich frei, voranzuschreiten. Geh zur Evakuierungszone östlich von deinem Bunker. Aber ich habe doch hier so viel, was ich... Oh Mann, 20... so kaputt machen kann. Und will und mach und tu. Boah, ich kann ja hier alles nicht kaputt machen. Was ist das denn? Öffnen. Blockiert. Was ist mit dem... Wie sagt man? Oh. Was bist du denn? Nicht mehr menschlicher Schläger. Aha. Ein Nahkämpfer, der sich in größeren Horden am stärksten fühlt. Allein ist er relativ harmlos. Gucken wir mal. Boing. Nimm dies. Haha. Töte Monster. Jawohl. Habe ich jetzt? Kann ich das untersuchen? Halte gedrückt, wenn du ein Nahkampfziel erfasst hast, um einen Powerangriff auszuführen. Drücke mittlere Maustaste, um die Zielanzeige auszuführen. Aha. Kann man hier was mit dem Briefkasten machen? Okay. Ich würde vorschlagen, ich bringe erstmal mein Zeugs wieder zurück, weil sonst kann ich eben nichts mit anfangen. Aber ich habe schon mal Stoff. Das finde ich viel cooler. Wie viel brauchte ich nochmal für meinen größeren Rucksack? Ach nee, da kann ich gar nicht. Wo war denn das? Ups. Verbessern. Rucksack. Ich brauche Stofffetzen tatsächlich. Stofffetzen. 4 Stück. Okay. Also noch 3 Zombies und dann... kriegen wir das auch hin. Östlich von meinem Bunker. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eigentlich ganz woanders als hier in dem Haus. Schauen wir mal. Öffnen. Kann man hier auch so ein Bücherregal durchgucken oder sowas? Evacuation transports are outbound. Please keep calm and wait for the maintenance. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Oh, was durchsuchen kann ich auch. Leute, ich lieb's jetzt schon, wirklich. Kochtopf. Okay, habe ich noch nicht. Hä?
Herrlich. Habe ich gesehen, hier geht es auch noch durch. Wett. Nochmal. Halte Dings gedrückt und ziehe, um die Kamera zu steuern. Ah, okay. Perspektive. Ah, guck an. Stoff. Ja, das ist natürlich auch eine coole Geschichte hier. Aber ich glaube, ich muss hier wirklich nochmal raus. Und das eine oder andere hier draußen vielleicht nochmal erkunden. Schauen wir mal. Gleich wieder Platz gemacht. So, östlich ist hier. Östlich geht es hier aber nicht weiter, also muss ich tatsächlich wohl die andere Seite lang fahren. Dann machen wir das. Kann ich eigentlich diese Pflanzen hier auch kaputt machen? Krass oder so? Nee. Gib Gummi. Östlich war die Rede von. Stoff brauche ich auf jeden Fall. Juhu. Ich habe Stoff. Ich soll mich hier umsehen, ja? Mache ich wohl. Guck. Noch ein Opfer. Kuckuck. Oh. Erstmal nehmen wir uns den vor, nicht, dass wir hier. Ah. Komm, Duzi, Duzi. Uah. So haben wir ja nicht gewittet, um hier noch eine zu verpassen. Alter, was der für eine Spannweite hier hat, du. Was für Schranken. Nimm dies. War da noch ein Zombie? Schauen wir mal, was hier noch so gibt. Die Grafik finde ich auf jeden Fall auch ziemlich nice. Gefällt mir der Stil. Ein bisschen verwaschen, verträumt. Ich glaube, der ist sauer. Au! Hä? Willst du mir sagen, er hat mich jetzt hier schon umgenietet? Never ever. Das war komisch. Der hat mich doch gar nicht richtig getroffen. Das Spiel ist kaputt. Eindeutig kaputt. Ha! So, was habt ihr jetzt davon? Ich nehme Rache. Kommt her. Wo bist du, du doofes Ding hier? Bist du hier der Oberanführer oder was? Nimm dies. Spiel. Wie kann ich denn hier meine Lebenspunkte wiederherstellen? Offensichtlich regenerieren die sich ja nicht. Ah, guck mal, das war ich. Das ist ja praktisch. Ich kann meine Beute wieder nehmen. Da ist noch so ein Putzi. Hier ist voll das Nest. Ha! Nimm die! Ich kann auf jeden Fall meinen Rucksack gleich größer machen.
Oh, ich habe voll Spaß. Ich liebe es jetzt schon. Egal was passiert, es kann, also, das kann nur gut werden. Ich liebe es. Oh, Stoff und. Machen wir mal zu, damit die kein. Oh, da ist jemand. Da hinten drin. Ob das so gut ist, den hier drin zu lassen, also mich hier so eingesperrt zu lassen. Ich glaube, draußen habe ich ein bisschen mehr. Hallo. Ha! Special Angriff und ich bin überladen. Das ist noch nicht so wichtig, das kriege ich überall her. Hier kann ich erstmal nichts machen. Da kann ich noch rein. Hier gibt es ja echt einiges. Ich hoffe, es gibt noch mehr außer Schrott und Stoff. For those of you thinking of building your private underground shelters, I say this. Is that really something that will help your neighbors? Or is it an act of pure selfishness? Something that only a snake would do? This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Ah ja. So, willst du futtern? Oh, ich kann es nicht mitnehmen. Dann nehmen wir das doch mal mit. Hier ein bisschen wächst. Kann man hier irgendwo noch was machen? Offensichtlich hier. Nein! Jetzt echt überladen. Das geht schon gut los, Leute. Es kann ja nicht wahr sein. Ich hole euch wieder. Versprochen. Nein. Du doch nicht. So, gucken wir mal. Kann ich was machen? Nee. Kochtopf habe ich noch nicht. Gut, dann ja, müssen wir wohl das Zeug hier erstmal wieder wegbringen. Ich bin ja überladen. Das muss ich sagen, ist ein bisschen nervig. Voll meine Spur hier. Aber ist so erstmal ganz niedlich. Ups, falsche Richtung. Da lang. Tada. So, jetzt verbessern wir hier gleich mal die Anzahl der Anwendungen für angelegte Gegenstände auf. Ha. Cool. Ausrüstung verbessern. Ich glaube, ich habe zu wenig Pflanzen, ne? Tatsächlich brauche ich jetzt noch Pflanzen. Aber das soll das geringste Übel sein, mal eben noch ein paar Blätter zu holen. Das kriege ich gerade nicht so hin. Vier, ich nehme mal noch ein bisschen mehr mit. Für andere Sachen, die dann vielleicht noch kommen. Gibt ja auch XP. Wie man sieht, brauche ich offensichtlich auch welche. Okay. Einmal aufwerten, bitte. Nein. Rucksack. Juhu! Ich kann einen Slot mehr mitnehmen. Metallschrott und morsches Holz. Das ist. Ach nee, das ist fürs Brecheisen, ne? Kriegen wir auch hin. Stoff, Holz. Pflanzenreste kriege ich definitiv auch hin. Habe ich schon zuhauf da irgendwo da hinten gelassen. Oh, ich habe einen Slot mehr, das auch noch. Das ist schon mal gut. So, nehmen wir den Zombie hier nochmal mit. So kann ich hier. Ah, jetzt. Ah, man kann also diesen Spezialangriff erst dann machen, wenn dieses Kreuz erscheint. Dann geht das wohl erst. Leben die schon wieder? Ich habe die doch gerade erst kaputt gemacht. Tatsächlich, die leben wieder.
Das ist ja uncool. Aua! Ich habe ja gar nicht so viele Lebenspunkte, muss ich feststellen. Da muss ich tatsächlich vorsichtig sein. Juhu, ich bin Level 2. Was kann ich jetzt? Wurfmesser, prima. Und ein Kochtopf. War ich hier vorher auch schon? So anders aus? Erreiche Stufe 5. Okay. Aber den darf ich trotzdem untersuchen, oder? Plastik. Ich habe einen neuen Gegenstand. Und ich kann das kaputt machen. Ich habe sogar Plastik gekriegt. Noch mehr Plastik. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Holz. Pflanzen brauchte ich ja noch. Hau rein, Junge. So, dann müssen wir nochmal ins Haus zurückkehren. Da war ja auch noch einiges. Vor allen Dingen ist da noch ein Zombie. Wow, ich muss hier vor allen Dingen ganz schnell weg, weil ich ja gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr so viele Lebenspunkte habe. Wow. Okay, Plastik ist gerade nicht ganz so wichtig. Der Zombie ist ja auch noch da. Machen wir mal schnell die Tür zu. Kann ich das Sofa auch kaputt machen? Nein, offensichtlich nicht. Dann gehen wir mal schnell zurück. Vielleicht kann ich ja sogar schon das eine oder andere wieder bauen. Gut, wie immer, ne? Am Anfang ist das immer ein bisschen ätzend, gleich im Weg zigmal zu gehen, aber es gibt immer XP. Was kann ich als nächstes machen? Stufenaufstieg. Neue Fertigkeit erlernt. Ermöglicht die Erfindung und Herstellung von Gegenständen am Lagerfeuer. Erfinden und herstellen. Yo, jetzt geht's ab. Ich kann ein Wurfmesser herstellen oder einen Kochtopf. Tja. Ich sag mal so, Brechstange funktioniert im Moment auch noch ganz gut. Kochtopf. Ich kann den Rucksack vergrößern. Ja gut, das kann ich tatsächlich so auch. Machen wir mal einen Kochtopf. Also ich kann das aber gar nicht herstellen. Oder ist das jetzt einfach nur, was ich perspektivisch herstellen kann? Wie man sieht, gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen. Gar nicht so verkehrt. Brecheisen. Oh, mir fehlt tatsächlich nur noch so ein bisschen. Na gut, auch hier fehlt mir noch was. Nochmal Holz, Stoff, Pflanzenreste und hier Schrott und auch nochmal Holz. Alles klar. Dann gehen wir nochmal zurück. Lebenspunkte sind auch wieder hergestellt. Immer. Muss ich eigentlich immer noch da hinten hin? Östlich. Das haben wir auch schon gekriegt. Cool. Das ist die Abkürzung. Ach, guck an, hier waren wir noch gar nicht. Was habe ich jetzt gekriegt? Schrott. Das ist gut.
Das kann man nicht durchsuchen, das ist ja schade. Kann man das durchsuchen? Ene, mene, miste. Oh, jetzt wenn es zwei, jetzt wird es aber hier. Zwei gegen eines unfair. Oh, der lebt immer noch. Geh weg. Ha. Legt euch nicht mit mir an, Jungs. Ich bin erfahrener Zombie-Metzler. Ihr wisst das nur noch nicht. Wie kann ich noch was durchsuchen? Aha. Verbindungsturms. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine Falle und hier wartet gleich irgendwas Böses auf mich. Holz brauche ich, Schrott brauche ich. Das ist schon mal gut. Hast du jetzt eigentlich weniger? Gedrückt halten zum Aktivieren. Oh, schick. Gar nicht mal so klein die Karte. Krass. Ja, cool. Osttor öffnen. Oh oh. Ist, glaube ich, besser so. Ah, das heißt, ich habe hier Gebiete und wenn ich die denn mit Zombies beseitige, kann ich quasi hier Endgegner ummetzeln und dann habe ich diese Zone quasi gesäubert und dann geht's in die nächste. Ah, cool. Natürlich eine schöne Sache. Ich gar nichts machen. Na? Geh weg. Geh kaputt. Sag doch, leg dich nicht mit mir an. Stoff bräuchte ich mal. Für Schrott habe ich keinen Platz, leider. Brauche alles nicht mehr. Dieses Auto durch. Ah, hier die Tonne. Nein. Stoff hätte ich gerne. Das zum Beispiel, jawohl. Schade, dass es nur eins ist. Die Dinger hier auch kaputt machen? Nee. Und euch? Zu wenig Schaden. Na gut. Dann gehen wir mal gleich wieder zurück. Also wie ihr seht, keine Aktion ist für umsonst. Also ihr kriegt da ja auch XP für. Das ist schon okay. Noch ein perfektes Loch. Ah, schau. Das heißt, ich kann hier meine, muss nicht immer bis zum Ausgangsding zurück. Erwecken aber auch die Monster wieder zum Leben. Allerdings gibt es einen Weg zu verhindern, dass die Monster zurückkehren. Mhm. Der da wäre. So, erstmal Brecheisen hin, ne? Jawohl. Rucksack, da fehlt uns noch ein klitzekleines bisschen Holz, Pflanzenreste und Stoff. So, verhindere, dass Monster wiederkommen. Ah ja, genau, das haben wir ja irgendwie erlebt. Die Monster in der Gegend erwachen jedes Mal wieder zum Leben, wenn du an einem Lagerfeuer Rast machst.
Es muss doch einen Weg geben, das zu verhindern. Definitiv. Erfinde einen Werkzeugsatz für Verbindungstürme und installiere eine tödliche Frequenz in einem Verbindungsturm. Ah. Ja, das macht Sinn, damit man nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen muss. Einige grundlegende Dinge braucht man einfach, um zumindest eine Chance zum Überleben zu haben. Finde eine Landkarte beim Verbindungsturm. Bessere deinen Rucksack und schaffe eine neue Stufe. Gucken wir mal, ne? Stoff braucht es auf jeden Fall. Oh. Dies ist der Anfang einer langen Reise, aber zumindest ist das Fundament jetzt gelegt. Oh mein Gott, was heißt das? Kommt jetzt irgendein böses, fieses Monster oder so? Ich hoffe, da ist kein Hund drin. Hallo? Genau. Ah, super. Das heißt, es gibt aber hier einen. Vielleicht diese Zombie-Hunde. Oh, da ist auf jeden Fall ein Zombie drin. Reichen wir uns mal an. Oh, cool. Wie habe ich das gemacht? Das ging ja jetzt schnell. Tomaten. Oh, Tomatensuppe. Maximum Trefferpunkte plus 5. Ist okay, ne? Was heißt das jetzt? Ich kann mir das herstellen oder was? Ich habe da noch keinen Kochtopf. Ah, Stoff und Holz, das ist gut. Praktisch. Plastik, was ich nicht brauche. Blätter brauche ich tatsächlich. Aber die nimmt mir jetzt. Hallo. Hier ist nix. Und hier nochmal. Super, Stoff bin ich voll. Den haben wir nochmal mitgenommen. Ach guck, da ist ja ein Zombiechen. Das finde ich jetzt eine coole Sache, dass einem die Sachen hier angezeigt werden, was man jetzt hat oder braucht. Dass mir jetzt zum Beispiel noch 14 Holz fehlen. Alles schön mitnehmen. Kann ich nicht kaputt machen. Offensichtlich auch nicht. Aber das. Na? Bemerkt er mich? Oh, ich liebe es. Es macht so viel Spaß. Alles Mögliche kaputt machen, mitnehmen. Boah, eine Regenrinne. Geil, ich kann eine Regenrinne kaputt machen, Leute. Ha, ich mache mehr Schaden. Nimm dies. Stirb. So, Holz brauche ich. Holz, Holz, Holz. Okay, es gibt nur Blätter. Nehmen wir uns den mal vor. Wow, wow, wow. Gewonnen.
brauche immer noch Holz. Hier, Stuhl. Na. Wahrscheinlich hier gibt es eine Plaste. Tatsächlich finde ich das weniger. Oh, ich bin eine wandelnde Abrissbirne. Und Stufe 3. Hier haben wir noch Holz. Na. Lassen wir die mal in Ruhe, aber ich brauche trotzdem noch Holz. Kriege ich aber Plaste. Das will ich aber gar nicht. Tür machen wir mal zu. Und das Plaste packen wir mal nach draußen, damit ich mehr Platz gleich für mein Holz habe. Damit ich mir einen neuen Rucksack machen kann. Stopp. Und nochmal Stopp. Kann ich die Uhr kaputt machen? Offensichtlich nicht. Kann ich ja auch noch nicht. Oh, was kann man hier noch machen? Oh, Tomate. Die brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Schnell zurück, bevor es der Zombie holt. Das Geschirr brauchte ich in jedem Fall auch. Ha. So, was können wir denn noch? Das können wir noch mitnehmen. Hier kriegen wir noch Schrott her. Aber ich brauche immer noch Holz. Wo kriegen wir denn noch Holz her? Kann ich nicht. Kann ich Bäume kaputt machen? Nein. Anscheinend ist das noch nicht das richtige Werkzeug dafür. Eigentlich soll ich ja östlich dahin gehen. Gehen wir. Oh, naja. Die hat mir tatsächlich noch ein paar Karten hier, ey. Frechheit. Na komm. Nehmen wir dich. Und hopp. Nehmen wir das mal mit. So, ich brauche Holz. 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 Natürlich kann ich das nicht. Schrott geht auch. So. Aber tatsächlich lassen wir das da und ich muss echt das Holz mitnehmen. Denn bin ich jetzt hier östlich in der Zone? Oder noch nicht östlich genug? Verschlossene Tür. Schutzraum, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Oh, ist das toll. Vor allem, es wird gleich Nacht, ob das so gut ist. Ah, mhm.
Okay, da ist das nächste Lagerfeuer. Da ist Holz. Hier brauchen wir offensichtlich einen Schlüssel. Den ich noch nicht habe. Holz ist ja nicht Mangelware, muss ich mal so sagen. Ich glaube, den Typ da nehme ich mir mal nicht vor. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht stark genug für den. Nein, ich bin voll. Oh, gibt's ja nicht. Immer voll. Schnell zurück. So, gucken wir mal, was wir hier machen können. Muss ja offensichtlich ins Lager. Alle Zombies sind wieder hergestellt. Wähle eine neue Fertigkeit. Also, Materialtaschen. Oder erhöht die Chance, beim Suchen zusätzliches Material zu finden. Oder verzehre etwas Essbares aus deinem Gepäck, um Trefferpunkte zu regenerieren. Drücke F, um während des Spiels das Menü zu öffnen. Nee, dann machen wir erstmal Hamsterbacke. Natürlich. Ausrüsten und verbessern. Da fehlt mir noch Keramik und Metallschrott. Und auch hier fehlt mir immer noch Holz. Also weitersuchen. Ich habe immer noch nicht geschnallt, wie das funktioniert. Das ist neu. Blutkonserve ist neu. Ach, guck mal, das kann ich schon machen. Um dein Hämoglobin-Level stabil zu halten. Aha. Oder weg. Hier, das machen wir. Nein! Stufe 7. Kochtopf? Na gut. Herstellungsmaterial verfolgen. Gedrückt habe ich zur Herstellung. Okay. Gut, das heißt, das muss ich einmal ausgeben. Dann kann ich das offensichtlich bauen. Wurfmesser. Was brauchen wir hierfür? Da braucht man aber viel. Gegnerische Ziele wirft. Die Anzahl der Verwendungen wird am Lagerfeuer wieder aufgefüllt. Ah, okay. Ja, komm. Wir müssen ja mal ein bisschen vorankommen, ne? Hat eine begrenzte Anzahl von Anwendungen. Die Anzahl der Anwendungen wird automatisch wieder aufgefüllt. Ja, das hatten wir eben schon. So, Wurfmesser. Ein perfekt ausbalanciertes Messer, das man auf gegnerische Ziele wirft. Wer hätte es gedacht? Das hatten wir schon. Messer auf ein erfasstes Ziel werfen. Gedrückt halten. Schauen wir mal. So, das kann ich noch nicht. Baseballkappe. Wofür braucht man das? Schädelverletzung. Gut, brauche ich mehr Plastik. Kann ich eh noch nicht herstellen. Die Konserve fehlt mir jetzt auch Plastik. Also, das war's erstmal. Von daher sammeln wir mal fleißig neue Ressourcen. Fangen wir direkt mal hier an. Alles, was nicht nick und nagelfest ist, ist meins. Hat man eh schon mehr Platz, sich hier zu bewegen. Den kann ich offensichtlich noch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall noch Plaster. Hey. Hallo? Konzentrier dich hier mal. Das ist ja schon wieder ein Zombie. Und tot. Das ging schnell. Mach das richtig hier. Da kann ich nichts machen. Nehmen wir das hier nochmal auf. Aha.
Nimm dies. Das hätten wir auch. Hier ist noch ein bisschen Holz. Kann ich die Bank kaputt machen? Nein, natürlich noch nicht. Stein geht auch noch nicht. Habe ich dich erwischt. Hier ist auf jeden Fall noch ein Tor. Oh, das war so nicht geplant. Ah, okay. Hier gibt es bestimmt Gummi oder so. Oh, da ist eine ganze Meute. Muss ich aber aufpassen jetzt hier. Hier bin ich in der Sackgasse und da sind auch schon zwei. Oh, der hat mich gesehen. Der scheint aber hier nochmal ein anderes Kaliber zu sein. Boah, entwischt hat er mich. Sicherheit. Der hat mich auch gesehen. Au. Oh, jetzt aber aufpassen hier. Nicht, dass ich hier gleich hops gehe. So, einmal Holz. Oh, juhu, ich kann meinen Rucksack aufwerten. Okay, was ist wichtiger? Blätter sind jetzt nicht so wichtig. Nehmen wir lieber Holz mit. Boah, ist aber viel Plaste. Ja, komm. Das bleibt ja hier, geht ja hoffentlich nicht ganz weg. So, was haben wir denn hier? Südpassage. Na schau, jetzt bin ich hier wieder bei meinem alten Freund. Wow, müssen wir aufpassen jetzt hier. Wow. Love Forest. Nein! Nein, wie kann das denn sein? Mau. Boah, alle meine Sachen sind da. Jetzt muss ich wieder hier durch die ganze Pampa durch. Mann. Sowas aber auch. Ich so gut hier durchgekämpft. Habt ihr das gesehen? Das war ja wohl hier größte Kunst. Da bin ich. So, Thema erledigt. Jetzt mal meine Sachen wiederholen. Nee. Die tatsächlich nicht. Jo. Oh, echt jetzt? Ha. Edgy Badge. So, schnell zurück. Sichern, was wir haben. Ich glaube, das war doch. Nee, doch geht. Wo war mein Lager nochmal? Oh. Gehen wir mal da zurück.
tatsächlich dichter. Auf geht's! Neuer Rucksack, bitte! Ausrüstung verbessern. Oh, guck. Was können wir denn hier? Wurfmesser können wir verbessern. Oh, Eisen und Stoff. Nee, so weit sind wir noch nicht. Brecheisen kann ich auch noch nicht. Aber das kann ich. Und das mache ich sowas von. Plastik, Stoff und Fell. Akku. Jetzt ist da also erstmal Schicht im Schacht. Also brauchen wir jetzt Brecheisen und Wurfmesser. Das kriegen wir tatsächlich noch hin. Okay, weiß ich Bescheid. Hier noch irgendwas Wichtiges zu machen? Was ist das hier eigentlich? Ausgegebene Tabletten. Ach so. Naja, gut. Ja, wie ihr seht, wird sich jetzt die nächsten Minuten hier gar nicht mehr so viel verändern, außer dass ich die ganze Zeit dabei bin, irgendwelche tollen Sachen wieder zu looten, um meine Gegenstände aufzuwerten. Wow, der ist aber schnell. Von daher... Schauen wir mal, wie weit ich hier noch komme. Kann ich jetzt tatsächlich was machen? So. Mach ich. Und jetzt? Kochen. Wo ist sie jetzt? Hallo? Wo ist das Essen jetzt? Mein Essen? Oder habe ich das gerade gegessen? Das ist ja... Kann mir das hier keiner sagen? Suboptimal. Na, mal schauen. Irgendwann kommen wir noch drauf. Da sind zwei von denen. Nö. Gehen wir doch mal in die andere Richtung ab. Vorher geben wir das Zeug, was wir haben, nochmal ab. Was weg ist, ist weg. Hier war auf jeden Fall kein Geschimmer drin. Oh, da kriegen wir noch Schrott her. Gut, das kriegen wir auch her. Jo. Das war schnell. Was haben wir hier denn noch Schönes? Okay, kann man nichts mitmachen. Ein Dietrich schon. Ein Standard-Dietrich. Der reicht dafür. Hatte ich eigentlich das Fragezeichen schon? Ich meine ja. Mal, was hier auf uns wartet. Leg dich nicht mit mir an, Junge. Und nochmal Schrott. Mit so einem Rucksack kann man doch jetzt schon mal arbeiten. Er
hat aber auch eine lange Pranke hier. So, wie man sieht, hier sind auf jeden Fall ein paar Zombies dahinter. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Schrott brauchen wir auch. So, was gibt's denn hier hinten? Hat er mich hier nur erwischt? Also meine Lebensanzeige würde ich auch gern mal hier irgendwie auffrischen. Gibt's Pilze? Voll eingezäunt das Gebiet hier. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Wieder erwischt. Das heißt, allzu lang kann ich mich hier nicht mehr rumtreiben. Kriege ich hier wieder einen auf den Deckel. Auf jeden Fall brauche ich mehr Sicht. Boah, das ist ja eine coole Sache hier mit dem Messer. Das gefällt mir ja schon mal richtig gut. So, da ich Blätter ja so oder so auch brauche. Wo sind denn da so viele Zombies drin? Ah, guck. Holz. Die sind ja eh nur im Weg, die Zäune, nicht? Ich brauche ja mal Platz hier, um mich zu bewegen. Finde ich eine gute Sache und nebenbei steige ich hier nur auf. Die Zombies wissen ja gerade eh nicht, was sie machen sollen. Na, kommst du raus? Oh, süß. Der merkt, okay, irgendwas ist hier, aber wegen so. Nee, nee. Das ist ein cooler Nicht toll. Da war ja was mit der Regenrinne, ich erinnere mich. Schade. Holz habe ich jetzt mal tatsächlich geschafft, ein Plättchen überzubringen. Das hat auch mal gelohnt. Machen wir das hier auch nochmal alles platt. Ein bisschen mehr Bewegung, Spielraum. Aber meine Lebensanzeige generiere ich tatsächlich nicht. Das wäre auch noch was. Ich komme ja schon. Der ist so verzweifelt, der weiß gar nicht, wo er zuerst hier hingucken soll. Komm her, mein Freund. Boah, das war da eng. Eieiei. So, haben wir da auch schon mal wieder ein bisschen was abgeliefert. Ein bisschen Platz hier geschafft. Oh, guck. Ist ja
zerlegen. Pizza, eat it. Mhm. Ich will auch Pizza. Ja, ich auch. Lasst uns alle Pizza essen. Ich wäre dafür. Das ist das Haus, wo ich hingekommen bin. Hier geht's offensichtlich nicht weiter. Hier, Schild. Ah, das geht nicht. Na gut. Da müssen wir wohl nachher weiter gehen, Osten. Wo diese eine Oberzombie da war. Gucken wir mal, ob es hier noch Geschirr gab. Ah. Hat zwar so geklirrt wie Geschirr, aber war keins. Nein, geh weg. Alles kann ich denn doch noch nicht zerlegen. Offensichtlich. Aber schon vieles. Stufenaufstieg. Erstmal packen wir das hier weg. Ein Schlafsack. Schau an. Ich traue mich gar nicht, jetzt hier schon mich hinzulegen. Kann ich auch eigentlich wieder in den Bunker zurück? Offensichtlich nicht. Den kann ich noch nicht. Na, mal gucken. Was können wir denn jetzt machen? Ich kann. Fang an, Pilze, Vogeleier und andere nützliche Ressourcen zu sammeln, die du in der Wildnis findest. Pilze habe ich schon mal gefunden. Wurfschaden gegen Monster oder Hamsterbacke. Boah, ist das schwer. Komm, fangen wir mal hier mit Ressourcen an. Was kann ich denn? Eine Schaufel. Damit kriegt man Sachen aus dem Boden aus. Okay. Oder alternativ ein Schlafsack. Möglich ist, dir an Lagerfeuern zu schlafen. Nach einem Schläfchen erhältst du für kurze Zeit den Bonuseffekt ausgeruht. Aha. Was habe ich jetzt davon? Ich erschließe dich mir das noch nicht. Elektronikschrott, okay. Da brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Gut, das kann ich eh noch nicht. Blutkonserve hatten wir schon. Ja. Eigentlich habe ich das doch, oder? Ich würde das gern aufwerten. Kann ich das? Wofür? Ja, weiß ich nicht. Wofür brauche ich das? Facebook-Kappe. Warum braucht das so viel Plastik? Mit dem Schlafsack, ja, habe ich halt das ausgeholt. Na, und? Erschließt sich mir alles noch nicht so richtig. Aber gut, ich habe jetzt eh Ressourcen über, also kann ich tatsächlich auch einfach mal was herstellen. Keramik fehlt mir noch. Da kann ich gar nichts mehr machen. Komm, Wurfmesser war echt eine coole Sache. Perfekt. Jetzt ist eh Eisen, da bin ich raus. Zack. Auch nicht Brecheisen, Kochtopf. Kann ich auch nicht machen. Brecheisen geht aber noch. Da brauche ich nur noch Keramik. Nur noch, in Anführungsstrichen. Gucken wir mal. Ja, komm hier.
Dann machen wir das halt mal. Dann schließt sich das zwar noch nicht so richtig, aber ich muss ja mal weiterkommen, nicht? Schaufel. Brauche ich noch Plastik? Packen wir uns auch auf die Liste. Das heißt, ich habe jetzt einen riesengroßen Baukasten an Dingen, die ich hier bauen will. Wie man sieht, rechte Seite. Aber egal. Kann losgehen. Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, wir haben eine gute Stunde gespielt. Also mir macht das Spiel unendlich viel Spaß. Ich liebe es ja hier alles Mögliche auseinanderzunehmen und Zombies zu metzeln. Und dafür ist das Spiel definitiv das Richtige. Kommt natürlich nicht an 7 Days ran, aber hat so seinen eigenen Charme, wie ich finde. Von daher, gebt dem Spiel in jedem Fall eine Chance. Ich tue es auf jeden Fall und werde es ohne Frage weiter zocken. Das steht ja außer Frage. Ich habe mich hier schockverliebt. Von daher... Das macht echt Laune. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ich hier so abgehängt bin. Ich glaube, ich muss hier gleich Pause machen. Nimm dies! Wie soll man denn hier spielen, wenn man die ganze Zeit so abgelenkt ist? Müssen wir wohl hier die Barrikade freimachen. Das ist hochexplosives Zeug. Ich weiß gerade nicht, ob das eine gute Idee ist. Geht eh nicht. Bringen kann ich nicht. Kann nur rollen. Nehmen wir mal auf und da bin ich auf dem... Uah! Alter Schwede, habt ihr das gesehen, Leute? Au! Edgy Badge. So, den habe ich noch mitgenommen. Aber hat mich auch einiges gekostet. Ich habe keinen Dietrich. Komme ich hier rein? Ey, jetzt habe ich den hier kaputt gemacht. Bin fast tot und ich komme hier nicht weiter. Das ist ja gemein. Ich bin ja nochmal drauf abgegraben. Gibt es nichts weiter? Da ist was. Was ist denn da? Pilze. Ah ja, die kann ich ja jetzt aufsammeln. Kann ich die aber hier so klack und fertig? So Mist. Mich nicht mal, weil ich keinen Dietrich habe. Ja, offensichtlich muss ich hier noch mehr machen. Ich habe ein nächstes Lager. Stärker werden. Diese Welt scheint gefährlich zu sein. Um zu überleben, musst du dich besser ausrasten. Ich glaube, rüsten heißt das. Oder ich raste aus. Erfinde einen Kochtopf, habe ich. Koche ein beliebiges Rezept nach, habe ich eigentlich auch. Und stelle Wurfmesser her. Mensch, habe ich alles schon gemacht. Ich hoffe, der hat das gespeichert. Juhu. Hat er gespeichert. Finde ich eine gute Sache. Direkt mal alles wieder hier einschiffen. Und neue Materialien sammeln. Besuch.
hier kurz vor Ende mich hier noch einmal umnieten, oder was? Nee, 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 nicht mit mir. Das ist mir doch hier schon wieder alles viel zu eng. Ja, man kann auch eine Tür öffnen, ne? Wupp. Hier ist ja eh alles offen. Gucken wir nochmal. So, das musst du jetzt auf jeden Fall nochmal mit in das Video rein. Das heißt, es wird nochmal ein paar Minuten länger als ursprünglich geplant. Aber dann ist das so. Oh, Elektroschrott. Cool. Kochen kann ich noch nichts. Das nehmen wir doch mal mit. Tatsächlich voll. Kann das dann sein? Ich bin noch ist nicht so voll. Hier ist noch was. Oh, ich brauche einen Dietrich, um hier reinzukommen. Das heißt, das Haus hat ja hier anscheinend ordentlich was zu bieten. Oh, ich kann eine Schaufel jetzt bauen. Ah, jetzt sieht man, dass das Auto gelootet wurde. Ja, Leute, das war Dismantle. Also, mein Review zum Spiel. Ich bin begeistert. Ich kann es kaum erwarten, weiterzumachen. Ich bin Feuer und Flamme und ich glaube, ich könnte stundenlang hier weitermachen. Von daher, ihr hört es wahrscheinlich. Ich bin wirklich schwer begeistert. Ich habe echt Bock auf das Spiel. Ich kann mich richtig schön austoben. Zombie-Spiel, mein Ding. Jäger und Sammler, mein Ding. Gibt es noch irgendwas anderes zu sagen? Grafik, finde ich cool. Hat mal was anderes. Steuerung, völlig easy, intuitiv. Anders als manch anderes Spiel, was ich bisher vorgestellt habe. Da braucht es ein bisschen schneller, um reinzukommen. Aber hier wirklich einfach gemacht. Ich freue mich auf die Bosse, Gegner, was hier auch immer alles noch so auf uns zukommen wird. Von daher bin ich schwer beeindruckt, schwer begeistert und ich freue mich, gleich weiter zu spielen. Das war mein Video zum Spiel Dismantle aus der Serie Angezockt. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch einfach mal einen Kommentar da lasst, ob ihr dieses Spiel vielleicht selber auch habt, ob ihr es genauso hyped wie ich gerade oder auch nicht. Wenn ja, warum? Würde mich echt mal interessieren, was ihr hier so für vielleicht Kritikpunkte habt oder warum ihr das Spiel vielleicht genauso klasse findet wie ich es gerade so in den ersten Momenten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das Video gefallen hat und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.